So, da hat sich mein Rechner gleich wieder eingekriegt. Hallo Leute, wir sind wieder da bei Stardew Valley im Multiplayer zusammen mit The Bar Drug. Yay! Und Bloody Fox 13. Yay! Ich tippe Pause ein, um die Pause wegzumachen. Und das ganz wichtigste Person ist auch noch mit da, nämlich Zuki ist im Stream wieder dabei. Und wenn Zuki dabei ist, macht die Technik auch, was sie soll. Das hoffen wir doch mal. Kürbis braucht noch 10 Tage. Ja, meine UI-Infomod ist wieder da, Leute. Das heißt, ich sehe jetzt, was ich hier eigentlich mache. Ist das nicht toll? Cheater. Das hat nichts mit Cheating zu tun. Cheater. Denn ich verändere nichts am Spiel oder so, Leute. Lasst euch nichts erzählen. Was genau hast du getan? Achso, da unten. Das ja, ich weiß, was du getan hast. Ich cheate überhaupt nicht, Leute. Ich lasse mir nur anzeigen, was ich andererseits... Das ist das, was ein Cheater sagen würde. Ich schmeiß dich gleich vom Server. Dann spiele ich mit Zuki. Und ja, ich weiß, sie spielt gerade was anderes, aber das ist mir egal. Ich gebe ihr dann deine Login-Daten, die ich nicht habe, und sage, sie darf mit mir spielen im Stream. Was hast du eigentlich für Spitzhacke mittlerweile? Immer noch die eiserne. Okay, das kannst du doch immer nicht die Meteoriten kaputt machen, dafür brauchen wir Gold, ne? Genau. Gott, ich bin hier noch Level 8 bei Angeln. Zu wenig. Ich bin, glaube ich, bei noch nichts Level 8. Dafür habe ich halt schon zwei Level 7er, muss ich dazu sagen. Sammeln. Ja, ich habe halt Minenarbeit auf 5 und Angeln auf 8 und der Rest noch unter 5. Minenarbeit 6, Hofarbeit und Sammeln 7, Fischen 2, Kampf 4. Achso, gehst du mal bei unserem Huhn gucken? Mach ich. Erstmal gehe ich unsere Katze streicheln, was man jetzt wieder als Evoli erkennt. Ist nicht mehr unsichtbar. Nein, ist nicht mehr unsichtbar. Oh mein Gott, ich angle andere Fische. Tja. Schwarzbarsch, nicht mehr nur das Gleiche, nicht mehr nur den Stör. 644. So, ich hole mal wieder das ganze Heu raus, was wir haben. Aber wir haben eh kein Autofeeder-System. Ja. Ja, aber sichtbares Evoli ist noch mega rarer. Das ist ein Geist-Evoli gewesen. Das kann sein. Da will ich nicht widersprechen. War nicht dabei. So, schauen wir mal. Ja, die Raufe ist leer. Bau ein Silo, mehr Gras. Jetzt haben wir das Silo wieder leer. Einen Moment. Man könnte halt auch ein paar mehr im Silos bauen. Man könnte es auch einfach alles in der Kiste lagern. Ja, naja, man braucht ja sowieso erstmal ein Silo, um überhaupt was dahin zu packen. Plupp! Ich glaube, 10 brauchen wir für das Vorderbande. Oder? Schwarzes Brett, Verzauberer, nee, das da, Futter. 10, glaube ich, ja. 10 Weizen, 10 Heu, ich habe natürlich nur 8 Weizen angebaut, das heißt, wir müssen nochmal Weizen anbauen, das ist doch nicht schlimm, der braucht nur 4 Tage. Und 3 Äpfel, das wird schon schwieriger. Na, wie weit ist das Gewächshaus? Das können wir, glaube ich, erst im Winter bekommen. Aber den Rest haben wir schon fertig. Das Gewächshaus kriegen wir noch für die Speisekammer. Nee, da brauchen wir das Tierbundle noch. Da haben wir noch gar nichts. Dann sollten wir langsam anfangen, uns Richtung Tieren zu entwickeln. Das Handwerker... Wenn wir Gewächshaus haben, können wir Apfelbäume reinstellen. Das Handwerker-Bundle brauchen wir. Was fehlt uns da noch? 6 Sachen. Entweder Trüffelöl, Stoff, Ziegenkäse, Käse, Honig und Gelee. Oder die 6 verschiedenen Baumfrüchte. Ach du Scheibenkleister. Und das Herbst. Honig und Gelee sollte kein Problem sein. Eben. Trüffelöl wird schwieriger. Was ist das alles? Guck ich selbst mal noch mal. Das Handwerkerbundle. Stoff haben wir. Eben. Honig, Gelee kriegen wir hin. Dann haben wir schon mal die Hälfte fertig. Wir brauchen ja 6, ja. Und
Tierprodukte brauchen wir Milch und Ziegenmilch sowieso und dann können wir kriegen auch noch Käse und Ziegenkäse. Ja, ich sammle mal wieder die Pilze ein. Und dann haben wir zumindest schon mal 5 und eine Frucht wird schon irgendwann mal beim Händler geben. Ja. Das stimmt. Also ich würde sagen, wir machen erst das Gewächshaus, um dann halt dann das Futterbundle noch hinzubringen. Weil wir dann noch Äpfel machen können. Weil das andere ist ja nicht wichtig. Was kriegen wir da als da kriegen wir Freundschaft, glaube ich, nur, oder? Ja. Das Gewächshaus ist erstmal wichtiger. Als Freundschaft. Wer braucht schon Freundschaft, wenn er ein Gewächshaus haben kann? Ja. Wir müssen aber die Tiere langsam weitermachen, also ist jetzt Herbst, ne? Das ist schlecht. Also würde ich sagen, wir würden erstmal unser ganzes Geld wir brauchen ja eine Stallstufe 2, ne? Für Kühe und Ziegen. Ja, Kühe ja, Ziegen brauchen wir Stufe 2, glaube ich. Genau, sag ja, Stallstufe 2. Und das würde ich am besten vor dem Winter noch machen. Genau, der Gewächshaus ist sowieso besser. Ja, Gewächshäuser sind die besseren Freunde, weiß man doch. Freunde sind wie Gewächshäuser. Freunde sind wie Kartoffeln. Wenn man sie isst, sterben sie. Man sollte Freunde auch nicht schälen. So wie Kartoffeln. Kartoffeln sollte man schälen. Nein, Pellkartoffeln for the win. Nein, Salzkartoffeln. Pellkartoffeln. Salzkartoffeln. Pellkartoffeln. Salzkartoffeln. Du bist ein doofer Lausitzer hier. Pellkartoffeln mit Quark, nicht Salzkartoffeln mit Quark. Ich mache ja auch Quark mit Leinöl. Da kommen Salzkartoffeln dazu. Das steht nicht im Namen drin. Das ist das Wichtige am Essen, nicht die Kartoffeln. Boah, ich hätte jetzt auch gern Quark mit Leinöl. Ich kann ja auch Quark mit Leinöl auf Brot machen, geht auch. Das kann man machen, ja. Man bekommt jetzt endlich auch Erfahrungspunkte, wenn man den Stumpf zerschlägt. Zwar nur einen, aber immerhin. Wie weit bist du bei Sammeln? 7. Dann hau mal hier Holz oben. Mache ich. Also 7, nicht ganz 7,5. Ich sehe das jetzt an meiner Erfahrungsleiste da unten links. Leute, ihr könnt das da auch sehen. Gemein. Der Wadra kann das nicht sehen. Nein. Weder bei dir noch bei mir. Ich meine, er könnte ja ganz einfach sich auch Mods installieren. Das ist super easy, aber... Hey. Also wir brauchen noch einen Ozeanfisch, wenn es regnet, ne? Den Aal. Das ist Ozean bei Nacht. Ozean, wenn es regnet bei Nacht? Nee, nur wenn es... Nur bei Nacht, ne? Was? Aal ist nur bei Nacht? Nee, Aal ist, wenn es regnet. Wir brauchen nur noch den Aal, oder? Und den Sandfisch. Aber die Sandfische müssen wir halt kaufen. Ja, weil sie das rausgepatcht haben, dass man sich in die Wüste glitschen kann. Nee, das Walleye. Den Walleye brauchen wir. Ja. Der ist bei, wenn es regnet, irgendwo. Schon wieder vergessen. Könnte ich nachgucken, aber... Ich glaube im Fluss, oder? Aber ich schau mal schnell nach. Walleye, nee, der See oben. Im Herbst, wenn es regnet, 12 Uhr nachmittags bis 2 Uhr nachts, also ab Mittag, wenn es regnet. Aber im Bergsee, ne? Im Bergsee, genau. Das kriegen wir hin. Das Holz mit. Hast du nur 30 schon wieder? Läuft. Morgen müssen wir wieder zum Händler gehen, ne? Ja. Aber wir haben nicht genug Geld. Ach doch, ich verkaufe noch ein paar Fische. Dann sollten wir genug Geld haben wieder für 2 Seeds. Es ist Herbst, ne? Ja, hättest du anpflanzen sollen, ne? Die pflanze ich dann... Morgen gleich an mit, warte mal. Ich muss noch mal gucken, wie lange die brauchen. Die brauchen, glaube ich, zu lange, als dass ich sie jetzt normal anpflanzen könnte. Ich werde Speedgrow nehmen, weil ich sie jetzt eh noch nicht verkaufen will, sondern mit Seedmakern sie für nächstes Jahr hochziehen will.
Wenn das für dich okay ist. Ja, ja, wir brauchen nur Geld für den Stufe 2 Bahn, ne? Ja. Wir verkaufen einfach alle, die eventuell mit Goldqualität rauskommen und dann die restlichen machen wir zu Seeds. Ja, damit bin ich einverstanden. Weil wenn zwei mit Goldqualität rauskommen, sind das schon 9000. Ne, müssten knapp 10.000 sein, weil ich kriege ja 10% mehr. Oder so. So, ich habe noch was verkauft und dann kann ich auch schlafen gehen. Guckst du mal, wenn du gerade schlafen gehst, ich gehe auch gleich, ich bin gleich wieder da. Guckst du noch schnell mal bitte beim Wiki rein für die Ancient Fruit? Nicht die Ancient Fruit, die Secret Fruit Dings da. Secret Fruit? Na, wie heißt denn die denn? Na, keine Ahnung, Rare Seed. Rare Seed, genau. Schau eben rein. Einen Moment. Ich pack derweil Sachen in die Kiste hier. Oh, du kannst übrigens, wir können dir da unten eine kleine Verkaufstruhe auch hinbauen lassen, ne? Das wäre ganz praktisch, wenn es nicht zu teuer ist. 24 Tage. 24, nee, das ist zu kurzfristig jetzt, das ist doof. Gold 4500 pro. Ja, das wusste ich. So. Das haben wir, sehr gut. Dann warte ich jetzt nur noch darauf, dass mein Angelskill hochgeht und dass es regnet. Und dann habe ich das mal fertig und dann kann ich mich anderen Dingen widmen. Wie viel Geld brauchen wir denn für den Barn? Nicht Barn. Doch Barn? Ja, aber den zweiten brauchen wir dann. Den Big Barn. Nee, den Big Barn. Das sind insgesamt 18.000 Geld, die wir dafür brauchen. Ja. Einmal 6 und einmal 12.000. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt echt noch lohnt, ob wir das hinkriegen. Geschwindwachs sind 10. Also der Barn lohnt sich auf jeden Fall. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, aber ja, Geschwindwachs 10% kann ich schon das gute Geschwindwachs. Wenn 10% sind, sind das 2 Tage, dann sollte reichen. Okay. Also du brauchst 24 Tage, wir haben jetzt noch 23 Tage. Und du kriegst 2 Tage weg durch 10%. Ja. 2,4 Tage. Oder? Ja, du hast recht. Du musst es aber heute anpflanzen. Mach ich gleich als erstes, bevor ich. So, ich habe 11 Seeds. 2, 3, 4, 1. 3. Ich werde mich jetzt mal zum Bergsee, also zum unterirdischen See machen und da ein bisschen angeln. Ich hoffe, ein bisschen Geld ranzukriegen. So, warte mal, ich kann ja gucken. Was sagt denn der jetzt, wenn ich da drauf gehe? 21 Tage brauchen wir jetzt für die Dinger, ja. Ernsthaft? Ach, Sven. So. Das habe ich sehr hässlich angepflanzt. Nein. So, brauchen wir noch eine. Gott, ich überlege gerade, ob wir noch eine Hühner. Noch eine Mayonnaise-Maschine brauchen, ob sich das lohnt. Brauchen wir für irgendwas Mayonnaise? Wir brauchen später eine Mayonnaise-Maschine, weil wir White-Mayonnaise brauchen. Ja, also wir brauchen sie auf jeden Fall, aber wenn wir das Huhn jetzt sowieso über den Winter haben, ob sich das lohnt, Mayonnaise draus zu machen. Na klar, weil das legt ja im Winter auch Eier. Ach, komm schon. Heute ist Freitag. Ja, aber der hat im Herbst nicht immer welche. Das hat er nur im Frühjahr und im Sommer. Wir können gucken, ob er welche hat, aber... Ja,
Dann geht. Achso, dann brauche ich nicht nochmal mitgucken. Ich gehe gucken, weil einen Platz hätten wir noch auf dem Feld, dort weiß ich angefangen. Ja, du gehst doch gucken, ob wir irgendwas brauchen sonst noch. Vielleicht hat er ja große Eier oder sowas oder irgendwelche Früchte oder. Guck ich gleich mal. Große Eier. Ja. Genau das. Ich hab's extra nicht gesagt. Elliot hat heute übrigens Geburtstag. Das ist schön für Elliot. Das stimmt. Ich mag die Musik. Also den Fisch. Hä? Controller! Hallo? Fisch Controller? Please? Nee, hat er nicht. Mein Controller hat einfach nicht reagiert. Auch gut. So. Wechseln wir mal die Musik. Was? Keiner groß. Was? Große Eier? Was? Was? Gott, auf welcher Ebene war denn der andere Teich? Hier, der. Da. Angel ich mal hier auf Ebene 20. Da kriegst du den Stonefish. Ja. Ich glaube, für den anderen brauche ich irgendeinen Köder noch dazu. Wenn wir das Gewächshaus haben, dann will ich, wie gesagt, ein paar Felder auf jeden Fall haben für die Rare Seeds. Damit wir, also, wir brauchen mindestens mindestens drei Samen eigentlich. Damit wir schnell uns die beiden dann bringen können, indem wir den alten Meister Kanoli bringen, jeweils eine, und eine haben zum Vervielfältigen fürs nächste Jahr. Ja. Haben wir schon einen Seedmaker? Nein, ich glaube nicht. Wer könnte den denn bauen, du oder ich? Du, Ben. Den kriegst du aber erst den kriegst du bei erst bei Farming Stufe 10. 10, oh. Ja gut, aber es ist jetzt sowieso egal. Du kannst diese Dinger erst sowieso im Herbst wieder anpflanzen. Bis dahin hast du es doch locker. Naja, ich hätte es halt gern, dass ich sie schon vorher anzüchten kann und vervielfältigen kann, weißt du? Ja, aber da musst du erstmal Ernte Stufe 10 machen. Ich weiß nicht, ob du das im Herbst jetzt noch hinkriegst. Könnte ich hinbekommen. Achso, ja, wenn wir das Gewächshaus haben, stimmt. Warum zeigt er mir eigentlich gerade nicht? Ah, jetzt. Warst du schon beim Händler? Ja, hat er nichts, habe ich doch gesagt. Trotzdem zum Bergsee angeln. Wird da unten nichts irgendwie. Irgendwie muss ich dauernd niesen. So. Ich habe immer noch keinen noch keine Kiste gemacht. Warte mal, ich mach mal schnell Kisten für den Herbst. Mach mal. Ich angle währenddessen weiter. Eine Herbstkiste und noch eine Herbstkiste. Diese werden jetzt. Was hast du jetzt hauptsächlich angepflanzt? Zum größten Teil Kürbisse. Ah ja. Das heißt, da kriegen wir ordentlich was an Geld zusammen, oder? Ja. Gut. Habe ich jetzt irgendwo anders was Herbstliches reingemacht, das gar nicht reingehört? Nee. Aber wir haben da oben die herbstlichen Seeds. Noch die Kürbis-Dinger noch. Genau. Aber dann kann ich nämlich alles, was in den Herbst gehört, jetzt in die Herbstkisten packen. Wie zum Beispiel. Oh je, oh je. Randale! Mafi hat gehofft, dass der Händler große Eier hat, aber. Der Händler hatte keine großen Eier. Wir müssen, oder Milch oder irgendwas, was wir brauchen. Wir müssen doch 10 Weizen haben. Wir brauchen aber 10 Weizen von einer Qualitätsstufe. Ja.
Heißt nochmal anpflanzen. Ja. Das heißt, ich gehe noch schnell Weizensamen holen. Bis 17 Uhr hat Pierre, glaube ich, offen. Ja, das kann gut sein. Ich muss nur schnell in den nächsten 10 Minuten ihn erwischen. Zack, ja. Gerade noch so erwischt. Gerade so. Ja. So, ich habe jetzt genug Weizensamen schon mal gekauft. Um ihn dann noch um ihm das noch auszuleiern, dass wir das haben. So, ich weiß nicht, ob das lohnt, eher hier oben zu angeln. Aber ich denke schon. Das kann ich dir nicht sagen. Ich müsste mich langsam mit anfangen, mit Willy anzufreunden. Nicht mit Willy, mit Linus anzufreunden. Wenn ich den Superköder kriege. Den Wildbait? Ich weiß nicht, habe ich nie genutzt. Ist das so viel besser? Ich glaube, der ist besser als der normale. Ich habe den mal so ab und zu mal getestet. Ich hatte nie das Gefühl, dass es so einen riesen Unterschied macht. Muss ich dazu sagen. Irgendwie versagen mir gerade meine Augen so halb meinen Dienst, ja ihren Dienst. Warum das? Nicht gesund. Ich weiß nicht, ich habe so eine Flares im Auge. Das ist uncool. Ja, vor allen Dingen, ich habe eigentlich genug getrunken heute. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dadurch, dass ich gestern meinen Schlüssel vergessen habe und dann so draußen mich rumgetrieben habe in den kurzen Klamotten, dass ich mich irgendwie ein wenig unterkühlt habe. Ich leg mich schon mal schlafen. Zeitig schlafen legen hilft vielleicht gesund zu werden. Ja. Vielleicht. Bunk. Jetzt, wenn ich ins Haus gehe, so bumm. Ja. Phishing Stufe 10. 9 erst. 9, aber trotzdem, 9 ist auch gut. Ja, aber 9 ist noch ein bisschen hin. So, Leute. Das war's aber tatsächlich für heute schon wieder. Schon, das ging schnell. Ist schon der zweite Tag. Krass. Gestern haben wir es nicht geschafft, die Dings anzupflanzen. Also am ersten Tag haben wir es nicht geschafft, die Rassets anzupflanzen. Ja, ich habe jetzt schon weitergeklickt, deswegen, weil ich dachte, das ist doch der erste. Ja, deswegen klicke ich einfach nicht weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin und tschö. Ciao.